Die dritte Liga live bei Magenta Sport. Präsentiert von bwin. Wenn am 32. Spieltag in Liga 3 der 14. Lotte auf den 12. KFC trifft, dann ist da ganz viel Abstiegskampf drin. Wissen auch die beiden Coaches, da sind die Köpfe gefragt. Lotte seit 3 Spielen Sieg und Torlos. Der KFC mit einem Erfolgserlebnis im Gepäck nach dem 2:0 Pokalerfolg bei Rot-Weiß Essen. Das hat Kräfte freigesetzt. Und das sah man auch in dieser Partie von Beginn an. Der für Matthias Rahn spielende Blomeyer mit dem Ausrutscher. Maxi Beister mit dem 1:0, 5. Spielminute. So kann man in so einen Abstiegskrimi reinkommen. Eigner, der Druck machte, natürlich profitierte vom Ausrutscher. Und dann das 10. Saisontor. Wie gegen Kaiserslautern die frühe Führung für den KFC. Lotte verteidigte nach dem Rückstand höher, griff Uerdingen früher an, blieb aber ungefährlich vor dem Kasten. Ganz anders die Gäste mit. Conor Krempicki, 2:0, Traumtor. Klasse vorher vorgelegt von Stefan Aigner. Lotte bekam überhaupt gar keinen Zugriff auf diese Partie. Ganz anders der Gast aus Krefeld. Langer Abwurf auf Beister. Traumpass zum bärenstarken Roberto Rodriguez und dann klasse Parade von Steve Kroll, der hier vereitelte. Das wäre es fast gewesen. 40. Spielminute, Eckstoß, einer der vielen Standardsituationen. Rodriguez auf Mario Erb, der Kapitän. Jetzt also doch das 3:0. Adam Straith da überhaupt nicht gut verteidigt. Das ging alles viel zu einfach. Heinemann und Reisinger konnten hochzufrieden sein. Von Lotte, jetzt, zweite Hälfte, da musste mehr kommen. Jaroslav Lindner mit der Flanke zu Langlitz, ein erstes Lebenszeichen. Mehr aber auch nicht. Das konnte niemanden hier in Lotte gefallen. 6 Minuten später, vielleicht ging jetzt mal was. Und es ging auch was. Anschluss, 1:3, Jaroslav Lindner bekommt den Ball, dreht sich einmal. Manchmal kann Fußball so einfach sein. Was passierte danach? Konnte Lotte jetzt irgendwie den nächsten Anschluss herstellen? Die Antwort ist einfach. Nein, es plätscherte so daher. Maxi Beißer kurz vor Schluss nochmal mit der Möglichkeit, das 4. Tor zu erzielen. Das wäre des Guten zu viel gewesen. Am Ende aber ein hochverdienter Sieg für die Gäste. Die letzten 9 Wochen waren unheimlich schwer für uns alle. Wir haben in der Woche, unter der Woche immer Gas gegeben. Wir haben am Wochenende gegrübelt, woran es liegt, was wir falsch machen, was wir besser machen können. Von daher haben wir uns heute, ich glaube, verdient belohnt dafür. Für die erste Halbzeit müssen wir uns entschuldigen. Bei allen Fans, die Lotte die Daumen drücken, bei allen, die um dieses Team herum arbeiten. Das war bodenlos von unserer Seite aus. Das war nicht gut. Das war vor allen Dingen auch ein Stück weit emotionslos, wie ich fand. Weil eins ist doch vollkommen klar, wenn man eine Mannschaft mit Uerdingen mit dieser individuellen Qualität solche Räume gibt, so Abstände lässt und dann auch in der Rückwärtsbewegung so sorglos ist, dann eigentlich 3 Eigentore schießt, wenn ich es mal. Das war ja fast wie ein Training für die. Uerdingen hat die Negativserie beendet. Erster Sieg in der Liga in diesem Jahr. Für Lotte kommt es jetzt im Abstiegskampf knüppeldick.